So, lieber Matthias, schön, dass du da bist. Du hast gerade einen neuen Roman veröffentlicht, beziehungsweise letztes Jahr. Ende letzten Jahres, ja. Ende letzten Jahres, Zora. Die Frage, die ich mir stelle und die ich, mit der ich dieses Gespräch beginnen möchte, ist, ob Romane eigentlich in Zeiten von dieser Digitalisierung und überhaupt noch sinngemäß sind. Also, und der Kontext ist, ja, dass so mein Empfinden zumindest ist, dass die großen Romane, ja, die sind ja irgendwie geschrieben. Und auf der anderen Seite werden in Deutschland pro Jahr 70.000 neue Bücher veröffentlicht. Und ich habe mir das aufgeschrieben, 25.000 davon sind Romane. Und das heißt, das Business boomt total. Und irgendwie hängen wir dazwischen. Macht das Medium noch Sinn? Im Kontext von KI, warum sollte man überhaupt noch ein Buch schreiben? Also Sinn macht es auf jeden Fall. Warum sollte man ein Buch schreiben? Nee, die Frage funktioniert so nicht, weil wenn es dafür eine Notwendigkeit geben würde, dann wäre das ein Beruf, dann wäre das Schriftsteller sein, ja. Ein Beruf wie zum Beispiel der Beruf des Bäckers oder des Maurers. Aber es gibt da, denke ich, schon einen großen Unterschied. Bäcker, Maurer, Tischler, Ärzte und so weiter haben Berufe, die notwendig sind, also zwingend notwendig sind. Menschen müssen irgendwo wohnen und sie müssen essen. Menschen müssen aber nicht zwingend lesen. Das heißt also, wir als Autoren oder Schriftsteller oder wie auch immer, wir erzeugen im Grunde Luxusprodukte. Und Luxusprodukte, naja, nee, pass auf, wir fangen mal ganz, also, oder ich erzähle das mal ganz anders gerade jetzt, also was mir gerade so durch den Kopf geht, ja. Wenn du jetzt sagst Bücher und du sagst, das sind 25.000 Romane, zum einen, wahnsinnig viele Veröffentlichungen sind nicht von tatsächlichen Schriftstellern geschrieben, sondern von Leuten, die gerade in der Corona-Zeit auch viel Zeit hatten und die waren der Meinung, ich schreibe jetzt mal ein Buch. Aber Was weiß das ist eine ich. rückläufige Zahl, ne? Also es waren in den Jahren vor der Corona sogar mehr. Ach so, tatsächlich. Okay, dann ist das vorher vielleicht auch gedacht. Und es ist ja jetzt auch so leicht, weil ich bin ja immer noch der Meinung, dass Verlage ursprünglich unter anderem auch eine Qualitätssicherungsfunktion hatten. Das heißt also, man reicht ein Buch ein und man kann das selber nur mit sehr großem Aufwand veröffentlichen, also wenn man das selber veröffentlichen will. Und das ist eine Riesenhemmschwelle. Und Verlage sind wie so ein Filter. In den Verlagen sitzen optimalerweise Leute, die tatsächlich Ahnung davon haben, die ihre Lektoren haben, die ein gutes Korrektorat haben und so weiter und die auch sozusagen den Buchmarkt und auch die Literaturszene im Blick haben. Jetzt ist aber ja so, dass ja jeder ein Buch veröffentlichen kann, zum Beispiel Books on Demand oder Tradition ist auch so ein. Das ist auch so eine Sache. Oder es gibt auch wahnsinnig viele Zuschussverlage, wo man selber etwas bezahlt und die nehmen dann einfach jeden. Ich glaube, das musst du mit bedenken. Das musst du mit bedenken. Und die Zahl der wirklich, also der Literatur, die man allen Ernstes als Literatur bezeichnen kann, ist natürlich viel, viel kleiner. Das sind keine 25.000 Romane im Jahr. Und der Rest übrigens verteilt sich zum Beispiel auch auf Schulbücher. Das darf man auch nicht vergessen. Also Schulbücher nehmen. Hatte ich dann auch mal gelesen, so etwa 40.000 davon sind alleine die Schulbücher oder überhaupt Lehrbücher, in welcher Form auch immer. Das muss, ja. Ja. Ja, aber es ist ja trotzdem eine spannende Frage. Also ich meine, einerseits ist da die persönliche Dimension, auf die man eingehen kann. Warum überhaupt schreiben als eine Art von Weißt du, das kann ich Disziplin? dir nicht, also ich kann dir das nicht allgemein beantworten. Ich kann dir das bestenfalls in Bezug auf mich selbst beantworten. Und das ist aber natürlich sehr subjektiv und sehr individuell. Also das kann man jetzt nicht übertragen auf andere, glaube ich, auf andere Schriftsteller. Also jetzt, wenn das okay ist, sage ich mal, also was ich dabei fühle oder was mein Motiv ist, was mich antreibt, Bücher zu schreiben. Es gab, also zum einen ist es so, dass ich schreibe, seitdem ich einen Stift halten kann. Das ging als kleines Kind schon los. Ich hatte nie
Also als Kind, als Jugendlicher, als junger Mann oder so, ich hatte nicht die Idee, dass ich mal Schriftsteller werde oder so, sondern das war für mich total selbstverständlich. Ich habe irgendwann als Kind schon angefangen, dann auch Tagebuch zu schreiben, habe aber nicht nur Tagebuch geschrieben, sondern ich hab viel gelesen, viel Abenteuerliteratur, das, was in der DDR verfügbar war, aber es war doch einiges verfügbar in den Bibliotheken und so. Lach mich jetzt nicht aus, aber als Kind, als Junge habe ich natürlich auch die Winnetou-Bücher gelesen und dann Alexandre Dumas, die drei Musketiere, der Graf von Monte Cristo, oder Jules Verne, James Fenimore Cooper und den ganzen Kram. Und das war für mich spannend. Das war ein Eintauchen in eine Welt, die mit meinem Alltag nichts zu tun hatte. Und ich muss zugeben, meine Schulzeit war jetzt nicht so die beste. Also ich habe da jetzt nicht so die besten Erinnerungen dran, das war keine schöne Zeit. Ich bin gerne eingetaucht in etwas anderes, in fremde Geschichten und das war spannend. Und dann war das Buch irgendwann zu Ende und das hat mich wahnsinnig gemacht. Ja, weil wie geht das jetzt weiter mit den Musketieren? Warum sind jetzt die Musketiere aus meinem Universum verschwunden? Das heißt, ich wollte mir die erhalten, ich wollte mir diese Welt erhalten. Also habe ich einfach weitergeschrieben. Irgendwie so Notizbücher, so diese, in der DDR hießen diese kleinen Heftchen, die hießen Mutti-Hefte. Weil das waren so kleine Hefte, die waren dafür da, dass die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus gewährleistet ist, ja. Und die habe ich hergenommen und habe einfach die Geschichte weitergeschrieben. Da ging die Geschichte einfach weiter mit den Musketieren und dann irgendwann habe ich mir auch überlegt, warum nicht Sherlock Holmes und die Musketiere mal zusammenführen und ich saß ganz hinten ich habe mit Absicht mir eine Bank immer ganz hinten gesucht, möglichst auch alleine sitzend. Und im Physikunterricht zum Beispiel, ich hoffe, dass meine Physiklehrerin von damals jetzt nicht zuhört, habe ich so unter der Bank, während sie da vorne versucht hat, uns Physik beizubringen, habe ich unter der Hand weiter meine kleinen Fortsetzungsgeschichten geschrieben. Und so ging das immer weiter. Es hat eigentlich nie aufgehört. Und dann irgendwann wurde, ja, okay, gut, das wird jetzt zu lange. Deswegen fasse ich es mal kürzer. Es ist einfach dadurch ein Medium geworden, durch das ich mich ausdrücken kann. Und ich hatte als Kind auch gezeichnet, aber nicht sonderlich begabt. Und also wurde mir zumindest so rückgemeldet von, ja, egal, von Leuten, die der Meinung sind, davon etwas zu verstehen. Und ich galt auch als vollkommen unmusikalisch. So, das heißt also, das beste Medium für mich, um mich auszudrücken, war die Schriftsprache. So, und jetzt ist es natürlich so, wenn man sich damit die ganze Zeit beschäftigt und jeden Tag schreibt, selbst wenn es nur Tagebuch ist, bewegst du dich natürlich in diesem Medium immer kompetenter. Also im Gegensatz zu anderen Tätigkeiten, in denen man nicht so im Training ist. Und dann in den 90ern habe ich dann auch viel gemalt. Also ich wurde auch da irgendwie ein bisschen besser und ich habe auch irgendwann ein bisschen Gitarre gelernt und überhaupt so die Grundlagen von Musik und so weiter. Habe aber dann irgendwann entschieden, dass dass das für mich im Hobbybereich bleiben muss. Einfach deswegen, weil es zwar unglaublich viel Spaß macht, E-Gitarre zu spielen zum Beispiel, aber auch Konzertgitarre oder so. Aber dass, um damit wirklich den Leuten auf den Geist gehen zu dürfen, man ein gewisses Niveau haben muss. Sonst ist es einfach schlicht Belästigung. Also habe ich mich dann irgendwann entschieden, mich ganz dem Schreiben zu widmen. Und ja, den Rest kennst du. Ja, du hast jetzt gesagt Niveau und ich würde gern wirklich nochmal auf das Thema von große Romane eingehen, weil Ja, okay. in meiner Vorstellungswelt ist das so, dass wir immer wieder zu Romanen, wir haben darüber gesprochen, über Dostojewski oder Hesse oder all diese großen Leute, zu denen man zurückkehrt. Und dass Literatur momentan mir nicht scheint, dass es sowas Ähnliches produzieren kann. Und das ist ein Phänomen, was ich zum Beispiel auch in Musik betrachte, oder sogar im Film. Und ich habe meine eigene persönliche Theorie, warum das so ist, aber ich wollte dich mal fragen, wie du dazu stehst. Wie ist denn deine Theorie? Das wäre jetzt, also meine Theorie ist im Grunde genommen, dass das was mit der Auflösung von, also dass das auf der einen Seite ein ganz normaler Prozess ist, dass wenn ein neues Medium entsteht,
dass natürlich dann auch am Anfang die großen Themen dieses mit diesem Medium abgehandelt werden. Leben versus Tod, Autonomie, Freiheit und all diese Sachen. Und wie es so schön heißt, die ersten sind auch immer die berühmtesten. Also auch wenn du jetzt Rock'n'Roll dir anguckst und die Beatles waren dann da und haben sich alle Themen unter den Nagel gerissen und ganze Musikstile im Grunde genommen geprägt. Und all die, die danach kamen, mussten dann sich mit dieser Selektion auseinandersetzen. Und wie du ja in diesem Artikel, den du jetzt jüngst geschrieben hast, auch beschreibst, der Roman ist im Grunde genommen mit der Moderne aufgetaucht. Und da gab es ja noch diese großen Einheitserzählungen, Fortschritt und Freiheit und Loslösung von Gott und all diese Sachen. Und das ist ja dann mit der Postmoderne im Grunde genommen, diese großen Metanarrative sind ja im Grunde genommen dann zerfallen in unendlich viele Mikronarrative. Und wenn man das jetzt quersetzt mit der Digitalisierung, nun hat jeder Autor im Grunde genommen die Möglichkeit, sich mit diesen Mikronarrativen auseinanderzusetzen, aber hat im Grunde genommen gar nicht die Möglichkeit oder den Kontext, um sich mit diesen großen Themen auseinanderzusetzen. Das ist meine Theorie. Und ich habe neulich ein Interview mit einem Musiker gehabt. Das ist ein Grammy-Winner und den kennst du wahrscheinlich auch. Das ist der Alex Ebert von Edward Sharpe und The Magnetic Zeros. Und der kennt halt, der beschreibt das im Sinne von der Entwicklung, wie Musik passiert. Das hat was mit Kompression zu tun, dass sich alles mittlerweile gleich anhört, weil die Technik, bringt das alles so auf eine Art und Weise zusammen, dass da keine Variation mehr möglich ist. Wenn du dir die Musik von heute vergleichst mit denen von den 60er Jahren, mit der unheimlichen Experimentiervielfalt, was es da in den 60er Jahren gab. Und das ist allein technisch heutzutage gar nicht mehr möglich, weil es sich alles so komprimiert hat, der ganze Musikstil, dass Musik im Grunde genommen relativ fade geworden ist. Und das ist so eine Meinst du wirklich? Ja, das meint er, das ist sein Argument aus der Musikindustrie heraus. Und ich fand das relativ spannend, weil ich das im Grunde genommen querlegen kann zu anderen Entwicklungen. Ja, okay. Interessant. Ich sehe es völlig anders. Also, aber ich spreche eben auch nicht aus dem Vertriebssystem heraus. Ja, also er spricht aus der Musikindustrie heraus. Ich bin auch kein Verleger. Ich spreche nicht aus dem Verlagswesen heraus oder kein Lektor. Ich bin auch kein Literaturwissenschaftler. Ich spreche auch nicht aus dieser Perspektive, sondern ich spreche als Schriftsteller oder als Autor. Das erzeugt natürlich eine ganz andere Perspektive. Zum einen würde ich sagen, ein Großteil der Musik war schon immer langweilig. Das ist kein neues Phänomen. Also ich kann mir gut vorstellen, in Wirtshäusern im 15., 16. Jahrhundert, wenn irgendwelche Bänkelbarden da aufgetreten sind, war das natürlich auch immer auf eine bestimmte Art immer das Gleiche. Und sicherlich gab es da ein paar wenige Ausnahmen, deren Namen sich dann vielleicht auch umgesprochen haben und die dann vielleicht auch besser bezahlt worden sind und deswegen vielleicht auch etwas weiter reisen konnten, um woanders auftreten zu können. Das ist schon möglich. In der klassischen Musik ähnlich. Ja, also jeder Hof, also gerade in diesen kleinen absolutistischen Staaten in Deutschland, das waren ja zu einer bestimmten Zeit über 300, jeder von diesen Fürsten wollte natürlich auch sein kleines eigenes Kammerorchester, ja, und seinen eigenen Hofkompositeur. Ja, aber ich meine, wir kennen keine 300 Komponisten aus dieser Zeit. Wie viele Komponisten sind denn wirklich uns noch präsent? Also frag mal Leute, so, ne? Da sind 4 oder 5. Ja, da kommen Mozart, da kommt Haydn, da kommt Händel, da kommt vielleicht noch Gluck. So, und dann vielleicht noch für die Leute, die sich dafür interessieren, gibt es noch ein paar mehr Namen. Ja, so, aber den Großteil haben wir vergessen. Und ich glaube, nicht umsonst. Und in der Literatur, glaube ich, ist es genau das Gleiche. Also wir dürfen auch eins nicht vergessen, die Alphabetisierung. Also vor vielen hundert Jahren haben einfach deutlich weniger Leute geschrieben. Und die geschrieben haben, haben sich natürlich erkundigt, was andere Leute schreiben. Also die hatten ihre kleinen Bibliotheken und so weiter. Und auch da kennen wir nicht alle Autoren, sondern wir kennen nur eine handverlesene Auswahl, die es über die Jahrhunderte hinweg geschafft hat. Und ich glaube, dass das auch heute der Fall ist. Wenn du jetzt Musikindustrie ansprichst, genau das Gleiche. Dieser Musiker, von dem du sprachst, der hat sicherlich recht aus seiner Musikindustrie-Perspektive.
Aber ich als Konsument und als Musikinteressierter und als Hobbymusiker, ja, ich muss mir diesen ganzen Radiokram nicht anhören. Das mache ich auch nicht. Also ich gebe ihm auch recht, mir geht das fürchterlich auf den Sack, dieser Einheitsbrei, dieser organisierte Krach, der tagtäglich und überall im Kaufhaus und sonst wo einem die Ohren zumüllt. Das ist nicht schön. Aber wir kennen ja trotzdem einige Musiker, die aus diesem Einheitsbrei durchaus herausstechen. Also sowohl in der modernen oder Neoklassik, sagt man manchmal, in der modernen Klassik. Stichwort Philipp Glass zum Beispiel. Steve Reich. So mal als Beispiel, ja. Oder Arvo Pärt. Das sind Ausnahmemusiker. Und diese Ausnahmemusiker, die werden auch, denke ich zumindest, auch in 100 Jahren noch gehört werden. Und in der Literatur ist es ähnlich. Also die 25.000 Romane, von denen du sprachst, ja. Also zum einen, wer kauft die denn? Und zum anderen, ja, die werden vergessen werden. Aber trotzdem gibt es ein paar Ausnahmen, die getrieben sind, und die sich auch von diesem Trend hin zur Mitte, zu einem kognitiven Durchschnitt, nicht korrumpieren lassen. Beispiel in Deutschland wäre der Schriftsteller Dietmar Dart, fällt mir ein, oder Thomas Lehr. So, das sind großartige Autoren, die sich übrigens auch nicht besonders gut verkaufen. Aber unter Insidern ist völlig klar, wenn es um gute Literatur geht, also wenn ich sage gute Literatur, meine ich vor allen Dingen auch das Handwerk. Weil man kann durchaus inspiriert sein und gute Ideen haben, aber es ist auch die Frage, ob ich das handwerklich umsetzen kann. Und ohne das Handwerk ist das völlig unmöglich. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, ja. Jeder kann sich hinsetzen und ein Buch schreiben, das stimmt. Aber das Schreiben eines Buches, wir sprechen jetzt von Romanen, von Belletristik, okay? Ist natürlich ein Handwerk, das ganz bestimmten Kriterien folgt. Also ich persönlich habe mal für mich das genannt, Makroebene, Mesoebene, Mikroebene. Makroebene meint das große Ding an sich, also diese Erzählung an sich, ja, die Dramaturgie, der Handlungsfaden, die grobe Aufteilung, so ähnlich wie im Theater, Akt 1, Akt 2, Akt 3 oder so. So, die Mesoebene, passen die Abschnitte, die einzelnen Kapitel zueinander. Also da gibt es auch, gibt es da Cliffhanger, wenn ein Kapitel endet, gibt es einen geilen letzten Satz, ja, der das Ganze rund macht. Das sind so Kleinigkeiten, ja. Und die Mikroebene ist der Satz, also ästhetisch schön. Ist das ein Satz, der gut formuliert ist? Passt die Form des Satzes zum Inhalt? Also zum Beispiel ist das so ein manieristisch ausufernder Satz, was durchaus okay sein kann. Ich denke jetzt mal an Thomas Bernhard zum Beispiel oder noch früher Thomas Mann. Ja, da passen diese exorbitanten ausufernden Sätze zum Inhalt. Ja, Gegenbeispiel Julie C. in dem Buch Unter Leuten, das ich übrigens auch sehr empfehlen kann. Ich fand das großartig. Und ich habe andere Bücher von ihr vorher gelesen. Und sie hatte eigentlich auch so eine manieristische Sprache. Lange Sätze, viele Bilder in den Sätzen und so weiter. Bei Unter Leuten fast gar nicht. Kurze, knappe Sätze. Sie hat da sozusagen den Inhalt für sich sprechen lassen. Sie hat es also nicht mehr für nötig empfunden, dass der Inhalt die Schützenhilfe durch kunstvoll gedrechselte Sätze braucht. Sie hat dem Inhalt vertraut. Ja. Aber das zu erkennen, ist Teil des Handwerks. Und Julie C. ist darin eine der Meisterinnen. Ich habe vorhin zwei Autoren genannt. Vielleicht ist es sinnvoll, dann noch, weil es gibt jede Menge wirklich sehr, sehr gute Autorinnen. Das darf man nicht ver- und da gehört Julie C. definitiv dazu. Und das ist Handwerk. Und damit muss man sich tatsächlich beschäftigen. Das ist im Grunde wie ein Studium, ein Privatstudium. Und das kann man sich nicht in 14 Tagen irgendwie draufdrücken. Das braucht Übung, das braucht Kenntnis, das braucht, man muss selber auch in der Vergangenheit viel gelesen haben, um das einordnen zu können. Was ist denn was eigentlich? Und nicht alle dieser 25.000 Romane, von denen du erzählst, die jährlich publiziert werden, erfüllen diese Kriterien. Und deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Qualität wird sich über lang oder kurz immer durchsetzen. Und wird auch aus der Masse hervorheben, also wird sich aus der Masse hervorheben. Daran glaube ich tatsächlich. Ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen zwischen den Stühlen, ehrlich gesagt, weil auf der einen Seite
ist mir natürlich irgendwie diese Pareto-Distribution bekannt, dass es da immer Leute gibt, die mehr bekommen, und die große Masse, die 96 anderen Prozent, die gehen mehr oder weniger leer aus, was so die kulturelle Rezeption angeht. Und ich spreche eigentlich weniger über das Handwerk. Ich glaube schon, dass solche Leute, wie du sie erwähnst, dass die handwerklich sehr ausgereift sind. Aber ich habe mir ein Problem vorzustellen, dass sie in 500 Jahren ähnlich kulturell rezipiert werden wie eben Dostojewski oder wie Hemingway oder wie Kafka. Und ich Ja. weiß nicht genau, ist natürlich, ich bin natürlich da historisch gebunden, weil ich kann aus meiner eigenen Zeit nicht rausspringen. Aber es gibt ja diese Sache mit der Musik, mit der klassischen Musik, das, als Medium des Selbstausdrucks war das ja auch dann irgendwann fertig. Ja, also ich meine, klar gibt es auch heute noch klassische Komponisten und aber das ist ja kein heißes, im Sinne von McLuhan, ist ja kein heißes Medium mehr, was unsere Aufmerksamkeit so beansprucht, dass jeder hinguckt und jeder davon gefesselt ist, von einem neuen Stück, was Ennio Morricone gerade gemacht hat. Ich meine, der ist ja nun auch tot, aber du verstehst, was ich meine. So, damals gab es halt ein paar Leute, die haben die Aufmerksamkeit von allen unheimlich an sich gezogen, weil es ein Medium war, was energetisch aufgeladen war. Kleiner Und ich, Einspruch. ja klar, lass mich kurz das zu Ende so sagen. Und ich bin, das meine ich einfach nur, ich bin so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil ich würde nicht sagen, dass das Medium des Buches am Ende ist, aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass ein Roman die Welt so global im Bann halten kann, wie der alte Mann und das Meer. Das ist einfach nur meine, für Generationen, weißt du? Wie gesagt, ich sehe es ein bisschen anders. Also zum einen, also entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe. Dass, zum Beispiel Mozart oder Beethoven haben nicht die Massen erreicht. Das darfst du nicht vergessen. Die Masse hat das überhaupt gar nicht mitgekriegt. Sondern die Leute, die diese Komponisten damals, also die Zeitgenossen, die das rezipiert hatten, gehörten einer privilegierten und ziemlich, also einer ziemlich kleinen Oberschicht, an einer Oberschicht, die es sich leisten konnte, gebildet zu sein. Und also, das meine ich auch gar nicht abwertend. Das wäre jetzt eine politische Frage, ob man das jetzt kritisiert oder nicht. Das ist einfach nur ein Fakt. Es war damals ein Fakt, dass zum Beispiel Töchter aus gutem Hause sich in bestimmten Kulturtechniken haben ausbilden lassen, zum Beispiel das Klavierspiel. Das war ganz normal, dass eine Tochter aus gutem Hause sich problemlos ans Klavier setzen kann und vom Blatt eine Klaviersonate von Beethoven spielen kann. Und das ist aber ein Zeitphänomen. Aber die Masse hat das ja auch damals nicht erreicht. Ich habe mal gelesen, aber ich nagel mich da jetzt bitte nicht fest darauf, also ist eine vage Erinnerung, dass sich Goethes Werther, also die Leiden des jungen Werther, als es veröffentlicht wurde, gerade mal ein bisschen mehr als 200 Mal verkauft hat. Das wurde erst später dann so ein Hype. Aber wie gesagt, ich kann mich da täuschen. Also ob die Zahl jetzt stimmt, weiß ich nicht. Aber auch das, wer konnte denn damals lesen? Deswegen, das ist ein bisschen schwierig. Also es könnte durchaus sein, dass, wenn man jetzt die Gesamtbevölkerung hernimmt, dass heute wahrscheinlich der gleiche Prozentsatz klassische Musik konsumiert wie damals. Es wäre möglich. Ich weiß es nicht, aber es wäre möglich. Ich kann mir es so vorstellen. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ich frage mich, was es ist, weißt du, weil irgendwas bewegt einen ja immer noch an Mozart. Ja. Irgendwas ist das ja, irgendwas ist da ja immer noch, das man findet, wenn man Dostojewski liest. Ja. Und auf eine Art, die uns halt dazu verpflichtet zu sagen, dass Schuld und Sühne oder wie der aktuelle Titel jetzt auch ist, ist ein großer Roman, weil er was unfassbar Substanzielles und Fundamentales in uns in Frage stellt oder zum Thema macht. Ja? Ja. So. Und deshalb ist es ein ewiger Roman. Weißt du, ich stelle mir vor, und damit, das ist eine ganz persönliche Wertung, dass
dass wenn wir 20.000 Jahre in die Zukunft gehen, ja, dass gegebenenfalls wir überleben so lange und wir geben gut Acht auf unsere kulturellen Erzeugnisse, dass die Leute sich an Beethoven und Bach und Mozart erinnern werden und an Dostojewski, weil es was Ewiges ist. Und ich kann mir schlecht vor... Und das ist, wie gesagt, dieses Ding, dass ich mir nicht vorstellen kann, im Moment zumindest nicht, dass es Literatur gibt, in der Zukunft, die produziert wird, die so eine starke Faszination ausüben kann. Zum Beispiel die Iliad. Ich habe sie neulich das erste Mal gelesen. Das Buch ist 3000 Jahre alt. Ja, und es ist älter als die Bibel. Und es ist so faszinierend, was da an Psychologie und Sozialverhaltensweisen drinsteckt, dass es immer noch gelesen wird. Und das wird so lange gelesen werden, in meiner Vorstellung, solange es die Menschen gibt. So, ein großes Buch. Ja, natürlich. Und das meine ich. So, kann ein zukünftiger Roman das liefern oder nicht? Ja, doch, ich denke schon. Das ist vielleicht auch eine Sache, die nachfolgenden Generationen wahrscheinlich erst dann beurteilen müssen. Also es gibt ja zum Beispiel Autoren zu bestimmten historischen Epochen, die waren zu ihrer Zeit der völlige Hit. Ja. Und kaum waren die irgendwann gestorben oder die Bücher wurden nicht mehr verlegt, sind die vergessen worden und deren Namen kennen wir auch nicht mehr. Und dann gibt es Autoren, die, also ganz wenige, die schon zu Lebzeiten sehr erfolgreich waren und die heute noch rezipiert werden. Zum Beispiel Alexandre Dumas in der Unterhaltungs- oder Abenteuerliteratur oder so. Aber es gibt eben auch Literaturen, auch Musik, die erst von den nachfolgenden Generationen dann richtig geschätzt wird. Also das Paradebeispiel ist immer Johann Sebastian Bach, der zwar zu Lebzeiten einen sehr guten Ruf hatte, danach aber erstmal vergessen wurde. Und zwar für ziemlich lange Zeit. Und das wird irgendwie überliefert, dass Mozart ihn dann sozusagen erst wieder populär gemacht hat, weil er irgendwie diese Komposition in die Hand bekommen hat und festgestellt hat, welche Genialität da drin liegt. So, und das könnte durchaus auch jetzt sein. Aber das, was du erzählt hast, könnte noch einen anderen Grund haben. Wir sprechen jetzt von Romanen, ja? Wir sprechen nicht von Sachbüchern oder so. Wir sprechen von Belletristik. Das heißt, was ist das eigentlich? Das ist doch das Erzählen von Geschichten. Es geht hier um das Geschichtenerzählen. Das heißt also, wenn wir das jetzt alles so verstehen wollen, müssen wir auch sehen, das Buch ist nur ein Medium unter vielen, das möglich ist, um eine Geschichte zu erzählen. Und Geschichten wurden auch schon erzählt, bevor man etwas aufgeschrieben hat. Dann war vielleicht die Vorform des Romans, dass, keine Ahnung, unsere Vorfahren irgendwann abends an einem Feuer gesessen haben und jemand erzählt eine Geschichte. Irgendwann erfindet man Buchstaben und man kann das aufzeichnen. Deswegen haben wir die Ilias zum Beispiel oder die Odyssee, richtig, genau. Oder die Bibel. Und dann kam irgendwann der Buchdruck dazu. So, und jetzt ist aber etwas passiert, nämlich das Medium Film ist hinzugekommen. Das Medium Film hat sich so rasant entwickelt und ist auch qualitativ und durch die technischen Möglichkeiten so potent geworden, dass es Geschichten zwar auf eine andere Weise, aber trotzdem mindestens genauso gut erzählen kann wie ein Roman. Also wie wenn man eine Geschichte liest auf dem Medium Papier und Druckerschwärze. Ja, und jetzt kommt ein interessanter Punkt hinzu, nämlich in der Betrachtung von Geschichten, die erzählt werden, verwechselt man oft Medium und Inhalt. Ja, und weil man irgendwie so mediumgebunden ist, vergleicht man gerne zum Beispiel Serien, die heute produziert werden oder veröffentlicht sind, mit den frühen Filmen oder mit Spielfilmen. Einfach nur, weil es Filme sind. Aber das ist ein Irrtum. Das ist so ähnlich auch in der Belletristik. Man vergleicht das Geschriebene miteinander, weil es geschrieben ist. Man vergleicht Alexandre Dumas mit Thomas Mann. Aber das funktioniert nicht. Alexandre Dumas und Thomas Mann sind zwei völlig unterschiedliche Genres. Man kann nicht sagen, Thomas Mann ist Hochliteratur und ist demzufolge besser. Nein, er hat etwas völlig anderes gemacht. Also in seinem Metier ist Thomas Mann sicherlich on the top. Und in dem Milieu oder in dem Sujet von Alexandre Dumas ist Alexandre Dumas ganz oben.
ich finde, dass zum Beispiel eine Serie wie House of Cards, na, das kennt, glaube ich, fast jeder, zumindest mal gehört, dass so eine Serie viel mehr in der Tradition liegt von zum Beispiel Alexandre Dumas. Alleine schon durch die Publikationsart. Die drei Musketiere und auch der Graf von Monte Cristo sind damals als Fortsetzungsromane in Zeitungen erschienen. Alle einer Woche kam das nächste Kapitel raus. Übrigens bei Dostojewski ähnlich. Und Victor Hugo auch und Balzac. Da gibt es viele Beispiele dafür. Dickens, glaube ich, auch. Da sind im Grunde genommen ist dort das Konzept der Serie schon vorangelegt gewesen. Und demzufolge ist House of Cards eigentlich in der Traditionslinie von Alexandre Dumas und weniger in der Traditionslinie von Stanley Kubrick. Ja, ein Film von Stanley Kubrick wäre mehr zu vergleichen mit zum Beispiel Thomas Mann oder David Foster Wallace, meinetwegen, wenn wir jetzt mal jemanden moderneren nehmen wollen. Ja, aber weniger mit House of Cards, obwohl das das gleiche Medium ist. Also das ist eine Verwechslung. Also ich glaube, dass es sinnvoll ist bei der Betrachtung, wenn man zurückkehrt zum Ding, was machen wir eigentlich? Wir erzählen Geschichten. So, und Geschichten kann man mit unterschiedlichen Arten und Mitteln erzählen. Film, mündlich, schriftlich. Und wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann sogar noch Medienformen, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. So, und jetzt ist es so, dass diese paar Handvoll also Geschichten, die es überhaupt gibt, man sagt so, es gibt nur was weiß ich, zwei oder drei Handvoll Typen von Geschichten, die man erzählt. Die Liebesgeschichte, die Abenteuergeschichte, das Helden, also der Heldenmythos und sowas in der Art, ja. Und jetzt ist aber so, dass in jeder Zeit natürlich diese Geschichten neu erzählt werden, zeitgemäßer, mit der neuen Sprache. Man greift die neuen Medien auf, damals der Buchdruck, heute der Film, die Serie, Internet und so weiter. Das heißt, das transformiert sich immer weiter. Ja. Und insofern glaube ich, dass das also es wird auch Geschichten geben, egal ob jetzt als Buch oder als Film oder als irgendwas anderes, die genauso rezipiert werden in der Zukunft wie Dostojewski. Und das wird, solange die Menschheit noch existiert, wahrscheinlich so weitergehen. Das glaube ich schon. Die Frage wäre nur, hat der Roman jetzt noch eine Zukunft? Also in der Form als gedrucktes Buch. Das wäre die Frage. Oder ob das Medium sich erledigt hat. Der Roman als Kunstform, als Geschichte, die erzählt wird, hat sich nicht überholt. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Die Frage wäre, ob das Medium nicht, tja, ob das Medium sich nicht überholt hat. Das wäre möglich. Aber wahrscheinlich auch nicht vollständig. Ja, also ja, wir hatten schon kurz irgendwie darüber gesprochen, was mich umtreibt seit Wochen und Monaten, ist diese Frage. Eigentlich ist das eine Frage, die aus der Komplexitätstheorie kommt. Was ist ein Telefon? Und dass niemand weiß, was ein Telefon ist. Man kann da materiell reduktionistisch rangehen und sagen, okay, dein Telefon ist ein bisschen Plastik und dann hast du elektrische Signale und dann kannst du dich mit Leuten auf dem Planeten irgendwie verbinden, wenn du die richtigen Ziffern drückst oder die Wählscheibe benutzt. Aber das ist ja nicht das Telefon. Und weil ich mich halt hauptsächlich 10, 12 Stunden am Tag mit Büchern auseinandersetze, habe ich mich dann gefragt, okay, was ist denn eigentlich ein Buch? Ja, und du nennst es jetzt ein Medium. Es ist ja mehr als einfach nur Papier, die ein bisschen Tinte auf den Seiten haben und ein schönes Umschlagcover oder ein weniger hübsches Umschlagcover haben. Aber wir wissen ja eigentlich gar nicht genau, was ein Buch eigentlich ist, was es mit unserer Kultur gemacht hat, was es mit uns macht. Weißt du, was es eigentlich für ein Medium ist? Und was für ein erfolgreiches Medium es auch ist. Ne? Also, wie gesagt, es ist so eng mit der Moderne und mit dem Buchdruck und mit Individualisierung und verknüpft mit Ökonomie, wie viel Geld umgesetzt wird. Niklas Luhmann sagt, dass alles, was wir von der Welt wissen, wissen wir über die Massenmedien dazu und Büchern dazu. Ja. Aber zu sagen, das ist einfach nur dieses Ding, was wir in der Hand halten, das ist ja eine Reduktion. Und diese Frage beschäftigt mich sehr. Weißt du, was ist denn. Also wir sind mit ChatGPT und mit dieser ganzen Digitalisierung irgendwie beschäftigt.
Aber die wesentliche Technologie, das Buch, ja, das ist so immer noch so machtvoll und auch immer noch so unklar, was das, oder es wird eigentlich für mich immer unklarer, was es eigentlich ist. Weißt du? Das bewegt mich gerade emotional und kognitiv einfach so. Und weil es ja, du kannst es ja in Bezug auf alles Mögliche machen. Was ist ein Telefon? Was ist ein Buch? Was ist ein Baum? Was ist ein Auto? Weißt du so, das ist, wir reduzieren all diese Sachen auf bestimmte Labels, auch Wahrnehmungslabels. Aber tatsächlich, es ist ja nur unsere Art und Weise, irgendwie mit uns in diesem Chaos von dieser Welt irgendwie zu orientieren. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber das bewegt mich, das beschäftigt mich sehr momentan. Du erwartest von mir ernsthaft jetzt eine kompetente Antwort auf die Absolut. Frage, was ist ein Buch? Na klar. Ja, na gut, auf der konkreten materiellen Ebene müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Papier, Druckerschwärze, Buchstaben drauf, die zusammen einen Sinn ergeben, weil wir alle lesen gelernt haben. Ja. Da müssen wir nicht weiter drüber sprechen. Du meinst es ja tatsächlich eher in dem systemischen Sinne, oder? Darf ich eine Sache noch kurz zwischen einschieben? Ja, klar. Wusstest du, und das habe ich gerade neulich erst gelernt, eben wieder von diesem Medien- und Systemwissenschaftler Marshall McLuhan. Und er sagt, und ich habe das nachgeprüft, dass das englische Wort von read, das kommt aus dem von dem altdeutschen Wort ratan, which means raten, to guess. Das heißt, und er meint halt, to guess, zu raten, weil kein Wort hat eine bestimmte Bedeutung. Du hast ein ganzes Feld von Bedeutung, das du irgendwie korrelieren musst mit einem anderen Feld von Bedeutung, aus dem du einen Satz erzeugen musst, einen Absatz, ein Buch. Aber es ist immer, du bist immer in diesem Ratenmodus gefangen letztendlich. Und also solche Sachen, die finde ich unheimlich spannend. Entschuldigung, aber das Ja, musste ich noch. du, ich finde es auch spannend. Ein weiteres Beispiel wäre, woher kommt das Wort Runen? Also Runen als die Schriftzeichen der nordischen Kultur damals, ja. Ja. Runen kommt von Raunen. Also Raunen im Sinne von Flüstern. Oh wow. Wispern, Raunen, ja. Es wird geraunt als Geheimnis. Oh wow. Ja, da kommt das Wort Runen, ja. Ja. Und das Wort Buchstaben ja, das sind halt Stäbe, auf denen die Runen eigentlich ursprünglich drauf waren. Die waren aus Oh, Buche. ja. Ja. Und das ist ja auch heute noch so. Also, wenn wir, also, du hast diese Frage aufgeworfen, was ist ein Buch? Ja. Und da haben wir jetzt ein Wort, das Wort Buch. Und dieses Wort ist im Grunde genommen zu verstehen wie ein Paket, das ganz viele Bedeutungen transportiert. Zum Beispiel, aus Sicht des Buchhändlers ist es vielleicht einfach dieser Gegenstand, den er verkaufen will. Aus Sicht des Lektors ist es ein Haufen Arbeit. Aus Sicht des Schriftstellers, dem ist das scheißegal mit dem Buch, also mit diesem materiellen Ding, also mit dem Papier und der Druckerschwärze, sondern ihm geht es um den Inhalt. Was steht da drin? Was muss er schreiben? Was dann da drin? Das heißt also, in dem Wort sind ja ganz viele Bedeutungen subsumiert. So, und im Grunde hast du da genau den Finger in die Wunde gelegt. Jedes Wort ist ja tatsächlich immer noch eigentlich ein Geheimnis. Man kann Worte im Grunde definieren als Signalflaggen, die wir als solipsistische, atomisierte Wesen, die in diese Welt geworfen sind, einander zuwinken oder schwenken, um dem anderen irgendwie etwas mitzuteilen, zu signalisieren. Ja? So, und irgendwann lernt man die Art und Weise, wie man diese Signale einander winkt oder zuschwenkt, die immer mehr auszudifferenzieren und so weiter. So, dass dann also eine ziemlich differenzierte Sprache entsteht, die aber folgende Gefahr in sich birgt. Wir vergessen nämlich irgendwann, dass das nur diese Signalflaggen sind und dass wir durchaus nicht immer genau das verstehen, was der andere eigentlich gemeint hat. So, dass wir der Meinung sind, wenn wir also viele Worte kennen und viele Worte gebrauchen können und vielleicht sogar Bücher schreiben oder so, dass wir verstanden werden oder dass wir eins zu eins kommunizieren. Also, das ist ein wirklicher Austausch im Sinne von, ich erlaube dem anderen einen Blick in meine Seele zu werfen. Aber tatsächlich, ja klar, das ist vielleicht mein Anspruch. Vielleicht als Schriftsteller, ja. Ich erlaube den Menschen oder ich bitte die Menschen. Im Grunde genommen muss man so rumformulieren, ja. Ich bitte die Menschen, einen Blick in meine Gedankenwelt oder
oder in die Geschichte, die ich erzeuge, zu werfen und hoffe, dass sie das Gleiche wahrnehmen, was ich im Kopf hatte. Das wird aber nicht so sein. Das heißt also, wenn du, also aus dieser Perspektive könnte man sagen, um jeden von uns herum ist wie eine hauchdünne Membran und das Buch in dieser eher abstrahierteren Form, ja, befindet sich dazwischen, zwischen den Membranen, in diesen Zwischenräumen zwischen den Menschen. So, das sind wie Brücken, über die wir gehen oder über die unser Bewusstsein gehen können, in der Hoffnung, dass wir mit dem anderen irgendeine Form von Resonanz erzeugen. Wir können nie wissen, was der andere wirklich denkt und fühlt. Aber was wir tun können, wir können eine Resonanz erzeugen. Eine Resonanz wie in der Physik. Das ist auch nichts Materielles. Also, wenn ich zum Beispiel, ich habe hier gerade zwei Gitarren in der Küche stehen, das zwei akustische, wenn, die sind auch relativ gleich gestimmt. Das heißt, wenn ich auf der einen Gitarre das E anreiße, wird die andere Gitarre mitschwingen, obwohl nichts Materielles dazwischen von der einen Gitarre zu der anderen springt, sondern es ist eine Schwingung, eine Resonanz. Und genauso kann man vielleicht Kommunikation verstehen. Es ist eine Resonanz. Und Resonanz ist, vielleicht muss ich das noch hinzufügen, weil Resonanz ist also etwas, was die beteiligten Elemente also gleichermaßen berührt und auch verändert und unterscheidet sich damit von, ich sag mal, einem Echo zum Beispiel. Ja, also Schreie in einem Tal zu einem Berg, Ruf Hallo oder sonst was, der Berg wird davon vollkommen unberührt bleiben. Es kommt einfach nur ein Echo zurück. Ja, eine Resonanz würde aber bedeuten, zum Beispiel, wir beide sprechen miteinander, du hörst zu, ich höre dir zu, wir denken darüber nach, was der andere sagt und reagieren darauf. Also wir lassen uns verwandeln, wir lassen uns verändern, also unser Denken verändert sich. Das ist Resonanz, ja. Und insofern sehe ich das Buch und auch den Film und überhaupt Kunst, als einen unmittelbaren Ausdruck von Resonanzbeziehungen zwischen Menschen. In dem Fall sogar kollektive Resonanzbeziehungen, weil wenn ein Buch veröffentlicht wird und im Buchladen steht, ist es eine kollektivierte Kommunikation. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich bin mir nicht sicher. Ich mag die Theorie sehr, aber ich habe neulich ein Buch von über Lacan gelesen und da sagt er ganz was ganz Schlaues, dass er aus seiner Sicht gibt es keine Geschlechtsbeziehungen. Und er meint damit, Du hast das bei dass Zizek gelesen, gib's zu. ja, genau. Genau. Es ist über Lacan, über Ja, ich Lacans. weiß. So. I know. Ja. Und er meint damit, dass wir alle in unserer eigenen imaginären Welt gefangen sind in gewisser Hinsicht und dafür Sorge tragen müssen, einen sexuellen Impuls zum anderen zu haben, unsere eigenen Fantasien zu haben, ja, unser eigene Libido, Ökonomie zu haben und so weiter und so fort. Aber Lacan meint, dass diese beiden Sphären sich letztendlich nie wirklich überschneiden, weil das muss jeder für sich selbst machen. Wenn du 10 Jahre, 15 Jahre in der Ehe bist, musst du selbst dran arbeiten, dass deine Fantasie dich dazu führt, den anderen noch interessant zu finden, um das mal ganz banal auszudrücken. Und im Grunde genommen ist das ähnlich mit einem Buch. Weißt du, du schreibst was rein und du bist in deinen Fantasien, in deinen Vorstellungswelten und du entwickelst möglicherweise ein ausgesprochen gutes Handwerk, um einigermaßen sicherzustellen, dass die Leute verstehen, was du eigentlich ausdrücken willst. Auf der anderen Seite kannst du dir dessen nie sicher sein. Und je berühmter du wirst oder so mehr, je mehr du rezipiert wirst, umso unterschiedlicher werden auch die Interpretationen von deinem Werk. Du kannst also, es gibt da, ja, das Buch als physisches Objekt ist irgendwo dazwischen. Aber ich bin mir nicht sicher, inwieweit da wirklich ein Einheitsresonanzfeld zwischen Autor und Leser existiert. Wenn das Buch rezipiert wird, dann ist das Resonanzfeld ja da. Das muss ja nicht sein, dass der Leser in eine direkte Resonanz mit dem Autor geht, sondern er geht ja in die Resonanz mit dem Buch. Also das Buch macht etwas mit ihm. Und also ich glaube, also das ist jetzt keine Theorie von mir, sondern das
ist aus einem Gespräch von Carl Gustav Jung mit Hermann Hesse. Da ging es darum, Jung meinte, sinngemäß, dann wäre ja jeder Traum, den man in eine Geschichte transformiert, in eine aufgeschriebene Geschichte, zum Beispiel eine Short Story, also eine Kurzgeschichte oder so, ja auch dann Kunst und Literatur. Und Hermann Hesse widersprach und sagte, nein, es gibt da einen kleinen, also einen kleinen, aber sehr entscheidenden Unterschied. Und der Unterschied besteht darin, ob man in der Lage ist, dieses Traumbild oder die Idee, die man hat, mit etwas in Verbindung zu bringen, das kollektive Gültigkeit haben kann. Also das, was Carl Gustav Jung dann als Archetypen bezeichnen würde, oder Elemente des kollektiven des kollektiven Unterbewusstseins. Ich würde es noch erweitern und sagen, es muss nicht unbedingt unterbewusst sein, das kann durchaus bewusst sein, ja. Themen, die alle Menschen etwas angehen, die gerade interessant sind, die dem Zeitgeist entsprechen. Es gibt Themen. Deswegen sagt zum Beispiel auch Marcel Reich-Ranicki, in der Literatur geht es eigentlich immer um die Liebe und um den Tod. Ja klar, es sind ja auch die beiden Themen, die uns alle betreffen, und zwar ohne Ausnahme. Wir alle lieben irgendwann in unserem Leben, und sei es als Kind, ja. Gut, Thomas Bernhard ist vielleicht eine Ausnahme, das war jetzt ein Scherz. Und der Tod, auch der betrifft uns alle. Das heißt also, es gibt schon kollektive Themen, und ich denke, dass da diese Resonanz entsteht, weil mit diesen kollektiven Themen setzt sich über kurz oder lang jeder auseinander. Egal welchen Bildungsstandes, egal welcher Herkunft. Das Thema Tod und das Thema Liebe ist immer da. So, und natürlich ist es jetzt interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Und Auseinandersetzung heißt, okay, was denken denn andere darüber? Und im Grunde ist es nicht so interessant, was Hermann Hesse darüber denkt, weil der ist auch nur eine Person, ein Individuum. Aber Hermann Hesse war als Literat in der Lage, etwas zu formulieren, was nicht nur er so sieht, sondern was eine Vielzahl von Menschen so sehen kann. Und das meine ich mit Resonanz. Also mit einer kollektiven Resonanz. Denke ich, was du meinst. Und nochmal, um nochmal auf dieses Buch zurückzukommen, was wir offensichtlich beide gelesen haben von Žižek, wie man Lacan liest. Das habe ich nicht gelesen, nein. Aber der schreibt in jedem Buch über Lacan, deswegen. Okay, egal. Aber er schreibt halt, er nennt das halt das andere, ne? The other. Genau. Das Der heißt, große andere, ja, genau. genau, also das, womit man sich. Und das verstehe ich. Man geht in eine Resonanz mit dem, was man als das große andere versteht, wie andere das rezipieren, was es mit Kultur macht und so weiter. Und das sehe ich auch so. Ich frage mich nur, inwieweit der Autor, der konkrete Leser mit dem konkreten Autor in Resonanz geht. Und das bezweifle ich. Ich glaube, dass der Leser mit dem anderen in Resonanz geht, aber nicht notwendigerweise mit dem Autor. Ja, das meine ich ja. Wie gesagt, der Autor ist im Grunde letzten Endes dann egal. Er ist natürlich nicht egal und so. Aber pass auf, das berührt eine interessante Frage, die wir vielleicht da mit besprechen müssen, ja. Es gibt doch gerade auch aktuell schon seit einigen Jahren diese Diskussion, ist der Künstler vom Werk trennbar? Also kann man das Werk eines Künstlers betrachten, ohne dabei die Person, die es erzeugt hat, zu berücksichtigen. Vor allen Dingen in Zeiten dieses Hypermoralismus, in denen wir uns gerade ja bewegen, heißt das, dass bestimmte Künstler, die irgendwelche moralischen Verfehlungen oder vielleicht sogar kriminelle Verfehlungen gemacht haben, dass jetzt in Frage steht, darf man deren Kunst überhaupt noch konsumieren oder rezipieren, ja? Zum Beispiel jetzt Rammstein war gerade so ein Thema, aber das ist ja nicht neu. Die Frage kam auch bei Roman Polanski auf, zum Beispiel. Und diese Frage ist wirklich sehr interessant, weil wenn ein Kunstwerk einmal entstanden ist und fertig ist, denke ich, sollte es als singuläres Phänomen wahrnehmbar sein dürfen. Und zwar unabhängig davon, wer es geschafft hat. Also wer es geschaffen hat. Beispiel, überall in den großen Galerien, in den ganz großen Galerien dieser Welt, hängen Bilder von Caravaggio. Dass der zum Beispiel jemand ermordet hat, der war ein Mörder. Ja. Interessiert die Kunstwelt überhaupt nicht mehr. Wir sehen einfach nur die Bilder, wir sehen die geniale Malerei. Ja. Und jeder Maler, der was von seinem Zeug versteht, weiß, natürlich kann man Caravaggio nicht canceln, das geht nicht. Weil dann würden wir
einen Riesenrückschritt in der Malerei erleben. Das ist unmöglich. So. Wenn wir uns aber eine andere Frage stellen, nämlich wie entsteht ein Kunstwerk? Und das ist ja eigentlich deine Frage, ne? Wie entsteht ein Kunstwerk? Wie werden diese Resonanzen möglich? Dann kommen wir nicht umhin, dass wir in der Kunst, egal welche Kunst, Literatur, Malerei, Theater, Musik, völlig egal, dass wir immer wieder zurück zu dem Autor kehren müssen, nämlich zu der Frage, wo ist der Kern der Kreativität eigentlich? Also was erzeugt eigentlich diesen kreativen Input, Impuls, der dann letzten Endes zu einem Kunstwerk führt? Und da denke ich auch, das ist am ehesten mit diesem Resonanzphänomen erklärbar. Das heißt, wir nehmen etwas auf aus der Umwelt, aus dem sozialen Bereich, aus unserem Erlebensbereich, aus dem, was wir erfahren haben, was wir gelernt haben, und wir verarbeiten es in uns. Es wirkt in uns. Und das ist Resonanz. Es wirkt in uns. Wir nehmen das nicht einfach passiv auf. Das wäre das Echo, ja. Sondern wir verwandeln es in etwas. Und dieser Verwandlungsprozess ist im Grunde der künstlerische Prozess. Ja, und am Ende steht dann ein Kunstprodukt, sei das ein Roman oder ein Gemälde, egal. So, das heißt also, jedes Kunstwerk trägt immer zwangsläufig auch die Handschrift dessen, der es gemacht hat. Das heißt also, das Kunstwerk, einfach weil es Kunst ist, und Kunst ist immer erhaben. Kunst, also ist erhaben im Sinne von, es steht über dem Menschen, aber nicht wie Gott, nicht als etwas, was primordial vor dem Menschen da war, sondern Kunst ist zwar von uns Menschen erzeugt worden, erzeugt aber dann in sich sozusagen eine neue, transzendente Welt. So, und die steht über uns. Und wir kleinen Menschen mit unseren moralischen Vorstellungen haben nicht das Recht, nur weil irgendein anderer Mensch irgendwelche Groupies gefickt hat oder so, dann die Kunst zu canceln. Das ist vermessen, das ist überheblich. Das eine ist der Fall für den Staatsanwalt und das andere ist der Fall für den Kunstkritiker oder den Kunst, also Rezipienten. Und das, denke ich, sollten völlig unterschiedliche Dinge sein. Und das eine dürfte das andere nicht durchmischen. Ja, du, ich glaube, es gibt da eine, ich stimme damit voll überein. Ich glaube, ich nehme da eine Strömung wahr, die gern einen politisch korrekten Künstler hätte. Einen sauberen, sanitären, sauberen, Meister Propper, sauberen Künstler. Aber das funktioniert nicht. Du musst diese transzendente Perspektive einnehmen, die im Grunde überschreitend in ihrer Natur ist, über die menschliche Masse hinaus, um das mal ganz banal auszudrücken, Ja, oder eine nach neue, habe ich. im Grunde genommen eine neue Perspektive auf die Welt zum Ausdruck zu bringen. Darin besteht aus meiner Perspektive dieser künstlerische Prozess und in der Philosophie, wir hatten schon häufiger darüber geredet, tritt immer wieder diese Figur vom Daimon auf, die dann irgendwie sagt, das ist diese neue Perspektive, diese transzendente Perspektive, die du als Künstler denn erschließen kannst. Aber ich denke auch, du kannst keinen politisch korrekten Künstler haben. Das funktioniert so nicht. So funktionieren wir einfach nicht als Kultur. Ja, das wäre auch langweilig. Das wäre langweilig. Politische Korrektness ist etwas, was in der Politik stattfinden sollte. Das stimmt. Unter Politikern sagt ja das Wort schon, politische Korrektheit. Das sollte im Bundestag stattfinden. Da findet es leider, finde ich, nicht so gut statt im Moment. So, aber politische Korrektheit hat in der Kunst einfach nichts verloren. Das gehört da nicht rein, weil das Freiheit einschränkt. Und wenn man Kunst macht, das ist ja das Erhabene an der Kunst, dass darin alles erlaubt ist. In der Kunst ist es erlaubt, im realen Leben nicht. Im realen Leben würden vielleicht unsere inneren Dämonen uns zerfleischen und kaputt machen. Oder noch schlimmer, vielleicht andere Leute verletzen und kaputt machen. Aber in der Kunst darf es sich ausleben. Es darf dort rezipiert werden und nicht nur rezipiert, es darf dort auch gedanklich und emotional nachempfunden werden. Und da jeder von uns diese auch dämonischen Impulse in sich trägt, selbst der politisch korrekteste Mensch, ist das ein Ventil. In der Psychoanalyse sagt man Katharsis. Also so eine innere Reinigung insofern, dass etwas, was in einem ist und drängt und nach draußen will, aber nicht nach draußen darf, also weil man sich's auch selbst verbietet, einfach deswegen, weil ich sehe das ja auch selber so. Es ist nicht gut, wenn man andere Menschen verletzt, in welcher Hinsicht auch immer. Aber wohin mit?
mit diesen Dämonen, wie mit denen umgehen. Na klar, kann man jetzt zur Unterhaltungspharmazeutik greifen, in welcher Form auch immer. Also Ich meinte sagen wir mal, Daimon, ne? Ja. mit Unterhaltungspharmazeutik meinte ich jetzt Drogen oder so, ne? Ja. Sondern, ja, es braucht etwas, wo unser Bewusstsein auch direkt beteiligt sein darf, wo wir die Kontrolle drüber haben. Ja, und da darf man diesen Dämon an die Leine nehmen und Gassi führen. Und da kriegt er sein Fleisch, auch wenn es nur ein abstrahiertes Fleisch ist, aber er bekommt es. Und das ist heilsam, das ist für jeden heilsam. Ja. Deshalb macht mir, um so ein bisschen den Kreis zu schließen, deshalb macht mir im Grunde genommen diese ganze digitale Entwicklung mit ChatGPT und so, macht mir nicht wirklich Angst, weil dieser menschliche Geist, der diesen Willen zur Transzendenz hat, ja, der Ja. diesen Daimon erschließen und in die Welt bringen will. Ich meine jetzt nicht Dämon, ich meine wirklich dieses philosophische Konzept, dieser Daimon und der macht ja die menschliche Natur und die künstlerische Natur aus. Und darin besteht ja der Prozess im Grunde genommen, an diesem künstlerischen Prozess teilzuhaben. Und das kann einem ja keine Maschine geben, selbst wenn eine Maschine irgendwann so ausgefeilt ist, dass sie dann Romane schreiben kann. Du willst dich Kann sie ja nicht? eben, du kannst, ja, irgendwann wird sie das können. Du kannst ja heutzutage schon ChatGPT eine Anleitung für eine Waschmaschine geben und der macht dir einen Text für Stream of Consciousness à la James Joyce daraus. Da sind wir ja schon, weißt du? Aber der Punkt ist, dass wir dieses menschliche Bedürfnis haben, uns mit der Transzendenz auseinanderzusetzen und mit der Überschreitung von dem, was kulturell gerade möglich ist. Und das ist es ja, was uns menschlich und kulturell auch voranbringt, in gewisser Hinsicht. Ich will nur sagen, ich mache mir da wegen dieser Digitalisierung da eigentlich nicht so viele Sorgen, weil die Leute, die dann selbst mit Zuhilfenahme von so einem Programm und so einer App Romane schreiben wollen, das sind ja dann die 25.000, die dann eher den einfachen Weg wählen, anstatt diesen qualvollen Prozess zu durchlaufen, tatsächlich das Handwerk zu erwerben, einen Roman zu schreiben. Ja, das ist jetzt ein etwas schräger Gedanke, ja, der mir da gerade durch den Kopf geht. Ich überlege gerade, was ist das, oder ja, was ist das an geistigen Hervorbringungen des Menschen, was der Kunst am weitesten entfernt ist? Ich meine, von den geistigen Hervorbringungen, ja, oder fällt mir ein, die Mathematik. Das ist das, was am weitesten von Kunst entfernt ist. Das ist jetzt nur ein Gedankenspiel, ja. Man könnte jetzt Mathematik und Kunst sehen als zwei Dichotome, also als eine Dichotomie, die ähnlich gegensätzlich ist wie Yin und Yang, wie Tag und Nacht, ja. Aber insgesamt trotzdem ein Ganzes bildet, ja. Und was ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist Mathematik. Bei der Mathematik spielt es überhaupt keine Rolle, wer irgendeine Gleichung erzeugt hat, also oder beziehungsweise was dieser Mathematiker in seiner Freizeit gemacht hat. Es spielt überhaupt gar keine Rolle, sondern die Gleichung ist die Gleichung. Sie folgt den Regeln der Logik und der Mathematik. Ja, das heißt also, und in der Kunst ist das anders. Also die Mathematik ist sozusagen die geistige Hervorbringung, die völlig selbstreferenziell funktioniert. Eine neue Gleichung entsteht aus Gleichungen, die bisher existiert haben. Und da ist das Ist-Gleich angemessen. In der Kunst ist das nicht so. Zwar gibt es immer wieder Versuche in der Psychologie, zum Beispiel auch bei Entscheidungsfindung und auch Kunstprozess und so, ne, gibt es immer wieder die Versuche, so Pseudogleichungen aufzustellen. Aber mathematisch gesehen sind es keine. Also indem man einfach die verschiedenen Faktoren hernimmt, die zum Beispiel Kreativität bestimmen, ja. Also das Wissen um das Handwerk, die Kompetenz, die Kreativität im Sinne von, dass man empfänglich ist für Inspirationen und auch die Disziplin, da auch dran zu bleiben, so für alles verschiedene Parameter. Aber wir können jetzt nicht ein Ist gleichsetzen und danach das Kunstwerk hinsetzen, weil das Kunstwerk ist nicht das Gleiche wie die Summe aus all diesen Dingen, sondern das Kunstwerk wird etwas anderes sein. Es wird darüber hinausgehen. So, und warum geht es hinaus? Das wäre jetzt die interessante Frage. Es geht darüber hinaus, weil ein urmenschlicher, sehr geheimnisvoller Impuls hier noch mit reinspielt. Etwas, was
Also ich gebe dir recht mit dem Wort Resonanz, das wird jetzt inflationär, da müsste man vielleicht wirklich ein bisschen noch tiefer denken. Etwas, was aber auf jeden Fall mit dem Individuum, mit dem Menschen sehr persönlich zu tun hat. Vielleicht reicht das erstmal so. Und jetzt zur KI. Wenn eine KI, also einen Roman schreibt oder ein Bild, ein Pseudogemälde erzeugt, ja, ist das kein Gemälde und es ist kein Roman, es ist eine Gleichung. Das ist ein Unterschied. Wenn eine KI ist ja letzten Endes reine Mathematik, ist ein mathematisch erzeugter Algorithmus, der dann zu einem Output führt. Und dieser Output ist das, davor ist das Ist-Gleich in der Mathematik. Das heißt also, egal ob ob diese KI etwas hervorbringt, was auf den ersten Blick so aussieht wie ein Gedicht oder ein Roman oder ein Musikstück, es ist alles das nicht. Es ist eine Gleichung. Wir verwechseln das nur, weil es eine hinreichende Ähnlichkeit hat mit dem, was wir als Roman kennen oder als Musikstück kennen. Aber in Wirklichkeit ist es das nicht. Musik ist etwas, was die Sprache der Seele ist. Und Literatur finde ich auch, mehr sogar noch die Lyrik. So, und das kann eine KI nicht leisten, einfach deswegen, ich kritisiere jetzt die KI noch nicht mal. Ich sage nur, dass sie nicht Kunst produzieren kann, sondern sie kann nur eine Gleichung lösen und dann das Ergebnis hinter einem Ist-Gleich formulieren. Das ist alles. Und das ist der fundamentale Unterschied. Deswegen habe ich keine Angst vor diesem Chat GPT, weil es wird den Schriftsteller nicht ersetzen, es wird den Musiker nicht ersetzen, es wird auch den Maler nicht ersetzen. Und auch die Theaterschaffenden nicht ersetzen. Wer vielleicht Angst haben muss, ist der Werbetexter. Oder die Leute, die dafür bezahlt werden, die Bedienungsanleitung für die Waschmaschine zu schreiben. Weil das kann vielleicht tatsächlich die KI machen. So, aber das hat ja nichts mit Kunst zu tun. Das ist was anderes. Ja, wovor wir Angst haben können, ich sage nicht, wovor wir Angst haben müssen, aber ist, dass die Menschen das Simulacrum vor dem Wirklichen vorziehen. Ne? Also das wäre ja, wenn sie den absolut glatten Abziehroman dem komplizierten Roman des wirklichen Künstlers vorziehen. Und ich mag diese Gleichung oder diese Beschreibung, die du da aufführst, weil der wirkliche Künstler, der interessiert sich ja nicht für Management und für psychologische Analyse, sondern der wirkliche Künstler wie David Bowie als Beispiel, dass den einzigen, was den interessiert, ist, wie er sich dem Opaken, dem nicht, dem Chaotischen, dem nicht strukturellen nähern kann, um was in die Welt zu bringen. Den interessiert ja die Gleichung gar nicht, weißt du? Und das fand ich ganz spannend, was du gesagt hast, dass die Psychologie natürlich versuchen kann, das irgendwie zu modellieren. Ja, oder die Digitalisierung, die Programme, die Apps, das zu digitalisieren. Aber das ist ja natürlich nicht der menschliche Akt zum Chaos hin, um das mal zum unstrukturierten Bereich, ja, der Wahrnehmung. Apropos Bowie, kleiner Tipp. Es gibt seit einiger Zeit so eine Art Doku, die ist aber ganz anders, als man sich normalerweise Dokus vorstellt. Also da gibt es jetzt keinen Moderator, der irgendwie im Hintergrund was erzählt oder so, sondern Daydream, ja. es besteht fast ausschließlich aus Videosequenzen, die Bowie selbst gemacht hat und von einigen Aufnahmen von Bowie aus den verschiedenen Zeiten, ja. Und der Einzige, der tatsächlich zu Wort kommt, oder ich glaube fast der Einzige, ist Bowie selbst. Also halt Audioaufnahmen, wie er über seine Philosophie erzählt, wie er Kunst sieht und wie er die Musik betrachtet und den Film auch und die Literatur und alles. Also ein unglaublich interessanter Film. Also er ist interessant gemacht, aber er ist, glaube ich, am interessantesten deswegen, weil Bowie tatsächlich sehr interessante Dinge über seinen Schaffensprozess offenbart. Und eine Stelle erinnere ich mich in diesem Zusammenhang, er sagte, in der Literatur zum Beispiel, es gibt diese lineare Erzählstruktur in Romanen beim Geschichtenerzählen, also die lineare Struktur zum Beispiel, Alexandre Dumas, die drei Musketiere, super Beispiel. Ihn interessiert aber vielmehr das Fragmentarische, das Aufgebrochene, die Fragmente, die scheinbar unverbunden nebeneinander stehen und der Sinnzusammenhang, damit ist sein Geist selbst gefordert.
Das heißt, hier wird tatsächlich eine Resonanz aufgemacht zwischen den Elementen des Kunstprozesses und seinem eigenen Sinnstift, also seiner eigenen Sinnstiftung, die aktiv stattfinden muss. Er bekommt den Sinn nicht frei Haus geliefert, sondern er muss sich darüber Gedanken machen. Er muss den selber erzeugen. Und das fand ich einen sehr, sehr interessanten Gedankengang, weil er hat ja sozusagen damit die Gleichung mutwillig zerstört. Also er hat durch das Ist gleich einen Strich durchgezogen. Ja, das fand ich sehr spannend. Moonlit Daydream, ich habe den damals im Kino gesehen, das hat mich unheimlich geflasht. Du hast ihn gesehen, okay. Ja, und was ich spannend finde, ist halt, er hat ja nicht den Film gemacht, Ja, sondern der Typ, genau. der den Film gemacht hat, ich habe seinen Namen vergessen, aber der hat noch eine andere, der ist zum Beispiel ein richtiger Künstler für mich, weil der hat ja noch eine andere Dokumentation über Kurt Cobain gemacht, die ähnlich künstlerisch, das ist, glaube ich, Montage of Heck, wo der halt diese Schnipsel verwendet und Cartoons und alles Mögliche, um halt daraus dieses Kaleidoskop der Person und zu erzeugen und des kreativen Schaffensprozesses. Es ist unheimlich beeindruckend, was der Typ macht. Das, ja, genau. Okay, ich kenne nur diese eine Sache von ihm. Ja, ja, ja. Okay, na schön. Ja, und also was halt auch irgendwie spannend ist, ich weiß jetzt nicht, ob wir da noch reingehen wollen. Aber worüber ich halt auch wirklich viel nachdenke, ist halt, inwieweit, was das am künstlerischen Prozess ist, der uns so fasziniert. Also wenn wir das anschauen von außen, weißt du, wenn wir jemanden wie Kurt Cobain sehen oder Jim Morrison oder diese Persönlichkeiten, Miles Davis oder was auch immer, wo. Oder auch in der Retrospektive, also noch weiter zurück, Bacho, die scheinen ja energetisch, archetypisch irgendwie so aufgeladen zu sein, dass sie immer noch unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen können und uns dadurch ja transformieren in gewisser Hinsicht, wenn wir uns darauf einlassen. Und ich frage mich immer, was das ist, weißt du, so dass was dieser künstlerische Prozess in der Resonanz denn ist, um das dann wieder aufzugreifen. Ich könnte mir vorstellen, dass es das Ringen um die Lösung ist, also um die Lösung eines Problems, um es vielleicht also etwas klarer zu machen. Ja, also dieser letzte Roman, den ich veröffentlicht habe, ja, der ist also durch mehrere Stadien also gegangen. Also ich habe den, also die Grundidee hatte ich tatsächlich vor ganz, ganz vielen Jahren schon, habe die damals einfach nur mal grob notiert und dann wieder aus den Augen verloren. Und dann, ich glaube, 2018, 19 hatte ich dann die ersten Fragmente mal dazu geschrieben, wusste aber noch nicht, in welche Richtung das geht, ja. Und dann so Anfang 2020 war so die erste Rohfassung fertig. Die war grottenschlecht. Ich habe die dann auch zu zwei Dritteln wieder gelöscht, ja. Und da entstand aber ein Problem. In mir entstand ein Problem. Ich konnte das für mich selber nicht zulassen. Ich konnte nicht zu, weil ich hätte auch sagen können, ach, ich lasse das einfach. Ich mache einfach was anderes. So. Aber das war eine offene Gestalt für mich. Also in diesem gestaltpsychologischen Sinne. Also so eine offene Frage in mir, ja. Und ich wusste, wenn ich das jetzt einfach wegtue, wird mich das belasten. Vielleicht nicht die nächste Zeit, da wird es vielleicht erstmal eine kurze Erleichterung sein, weil, ach komm, scheiß drauf und brauche ich mich nicht weiter drum kümmern, ja. Mache ich lieber was anderes mit frischem Geist. Aber ich weiß, es wird mich irgendwann einholen und ich werde sagen, das hättest du doch besser machen können. Ja. Und das heißt, dann war ja auch diese Corona-Zeit und so, ne? Dann war ja auch viel Zeit zum Schreiben und ich hatte in der Zeit noch ein anderes Buch geschrieben, hatte da aber noch ein bisschen Freiraum, dass ich daran arbeiten konnte. Das andere war völlig anderen Inhalt, so dass ich das nicht ins Gehege gekommen ist. Es ging beides parallel. Und es ist wirklich da entsteht eine Besessenheit. Das ist gar nicht unbedingt so. Ich würde nicht sagen, dass das ein besonderes Merkmal von Künstlern ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Tischler auch hat, der irgendwann an einem handwerklichen Problem
also vor einem handwerklichen Problem steht und einfach dafür eine Lösung braucht. Ja, und wenn er ein neues Werkzeug erfinden muss, irgendetwas, irgendeine Lösung, ja. Ja, genau. Und dadurch, dass ich dieses andere Buchprojekt, das ging um einen Ingenieur, mit dem ich da zusammengearbeitet hatte, der in meinen Augen sehr, sehr kreativ ist. In einem völlig anderen Bereich, also in Ingenieurswesen. Aber diese vielen Gespräche, die wir hatten, also das, was von ihm rüberkam, war die Resonanz. Das war nicht nur die Worte, es war die ganze Ausstrahlung. Diese Ausstrahlung von, es gibt immer eine Lösung. Man darf nur nicht aufgeben. Ja? Und ich war dann so ein bisschen an meinem Stolz auch gepackt worden. Dachte mir, nein, du wirst eine Lösung finden. Ja? Du wirst hier ein Buch machen, das sowohl dramaturgisch als auch stilistisch zumindest meinem derzeitigen Stand des Anspruchs oder des Wissens oder des Handwerks entspricht. Und ich werde dafür die Lösung finden. Und ja, jetzt bin ich froh, dass ich nicht aufgegeben habe. Jetzt gar nicht unbedingt, ich will das Buch jetzt gar nicht so sehr loben, das darf man ja selber gar nicht so sehr. Das ist auch gar nicht der Punkt, sondern ich bin froh für mich selbst, dass ich nicht aufgegeben habe, dass sozusagen diese Gestalt in mir geschlossen ist und dass also mit der Veröffentlichung des Buches in mir das Gefühl eines tatsächlichen, wirklichen Abschlusses erreicht ist. Und ich glaube, dass dieses Ringen um eine Lösung, wenn du an etwas arbeitest, was vorher noch keiner gemacht hat in der Form, weil diese Geschichte hat eben vorher noch niemand erzählt, ja. Das heißt, man schlägt sich ins Unterholz. Man geht nicht auf den eingetretenen Wegen oder bewegt sich auf Autobahnen. Man muss sich durchs Unterholz bewegen und da gibt es eben auch Dornenhecken, durch die man nicht durchkommt. Und jetzt muss man dafür eine Lösung finden. Man muss diese Dornenhecke entweder beseitigen oder einen Weg drumherum finden oder was auch immer. Es braucht eine Lösung. Und vielleicht ist es dieses Bemühen, dass dann der Rezipient, der Konsument, der Hörer, der Leser irgendwie als Resonanz mitspürt, weil das ist ja da drin. Es ist in jeder Note von Bach, in jeder Note von Beethoven, in jeder Zeile von Thomas Mann, von David Foster Wallace oder was weiß ich wem. Ja. Und vielleicht spüren wir das. Wir spüren das Bemühen, die Arbeit, die dahinter steht. Und Arbeit wirklich im Sinne von nicht Sklavendasein und hier 8-to-5-Job oder so, sondern wirklich Arbeit im Sinne von intrinsische Motivation, dieses Problem zu lösen und nicht aufzugeben. Und ich glaube, diese Energie könnte dann spürbar sein. Ja, ich weiß nicht genau, was du meinst mit dieses Problem lösen. Also aus meiner Perspektive ist das so, dass da, gerade wenn ich beginne, die Motivation zu formen, Buch zu schreiben, dass ich irgendwas Ja. habe, was eben nicht klar ist, aber wo es meine Aufmerksamkeit hinzieht, da ist etwas opak, da ist etwas halb gewusst und halb nicht gewusst, aber es befruchtet mich irgendwo und dann gucke ich dahin. Genau. Und das hat Ja. was, ich weiß nicht, ob das ein Meme ist oder ein Archetyp oder ein Grundkonflikt oder eine Grundperspektive, das spielt keine Rolle. Aber irgendwas zieht mich halt dahin und es will in den Prozess des Schreibens gehen, um sich auszudrücken, damit ich sehen kann, was es ist. Ja, damit ich das dann auch loslassen kann in gewisser Hinsicht. Und dazu brauche ich dann natürlich auch eine Form von Disziplin, um dann halt da dran zu bleiben, um mich täglich daran zu setzen, um dann auch die handwerklichen Probleme, soweit es mir dann möglich ist, dann irgendwie zu lösen. Aber primär ist da dieser opake Same, der halt aufblühen will, aber der noch nicht genau weiß, ja, welche Pflanze ist es denn jetzt eigentlich? Weißt du? Ja, das widerspricht ja gar nicht dem, was ich gerade sage. Das ist ja, also in dem Fall ist das ja genau das Problem, vor dem du stehst. Ja. Du weißt es nicht genau, was das ist. Und jetzt versucht man etwas in Worte zu fassen, geschweige denn aufzuschreiben, was noch gar nicht bewusst ist. Das Ja. heißt, das ist wirklich ein Problem. Und dieses Problem versuchst du dann zu lösen. Ja. Und wenn du nicht aufgibst, und hast du ja gerade gesagt auch, ne, diese Disziplin an den Tag legst, immer weiterzumachen, nicht aufgeben, bis es soweit ist, diese Energie, die du damit in dir erzeugst, Ja. die ist doch dann auch in deinem Buch drin. Ja, das stimmt. Das ist eine Arbeitshypothese. Ob die jetzt stimmt, weiß ich nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es damit zu tun hat.
Es gibt halt Willensgiganten wie Nietzsche zum Beispiel, wo sich dann die ganze Gesellschaft da entscheidet, in die Richtung zu gehen und das Buch, obwohl er nie davon irgendwas verkauft hat, von seinen Büchern dann danach zum Standardrepertoire westlicher Philosophie zu machen. Ein wunderbares Beispiel, Nietzsche, der stand vor einem Riesenproblem, nämlich die gesamte christlich-abendländische Kultur war für ihn ein Riesenproblem und das wollte er lösen. Und sein Vorschlag der Problemlösung, die haben wir jetzt in Form seiner Bücher. Ja. Ja. Ja, und das zeigt aber auch, dass das KI, um das mal jetzt wieder andersrum abzuschließen, dass KI das nicht tun kann. Nein, KI never kann ever. keine kulturellen Probleme lösen. Ja. Wie willst du, weißt du, du brauchst dieses Inbezwischen dieses Medium-Buches oder was es auch immer ist, welche Geschichten, wie du die Geschichten erzählst, um gewisse kulturelle Probleme zu lösen, die sich dann womöglich in dem Einzelnen auch reflektieren oder niederschlagen. Dem stimme ich absolut zu. Interessant ist auch, selbst in der Nicht-Belletristik, also Philosophie zum Beispiel, die wirklich großen Philosophen oder philosophischen Schriftsteller, wie jetzt Friedrich Nietzsche, aber auch die Modernen wie Sloterdijk oder Žižek zum Beispiel, ist immer aufgefallen, dass das alles sehr emotional ist. Weißt du, dieser Gedanke ist mir zum ersten Mal gekommen vor ein paar Monaten. Ich habe etwas von Gottfried Benn gelesen. Und zwar, man kennt von Gottfried Benn ja meistens die Gedichte, ja. Und ich habe zum ersten Mal Prosa von ihm gelesen, so Prosatexte. Und mir, also die auch ziemlich philosophisch sind. Und mir ist aufgefallen, dass er sehr emotional rangeht. Und dann dachte ich, warum funktioniert das trotzdem? Er versucht, so kollektive Themen, also Gesellschaftsthemen, soziologische Themen und so weiter, da irgendwie auf seine Art, auf seine literarische Art zu verarbeiten. Und das gerät unglaublich emotional. Also er bringt Emotionen rein, er bringt Gefühl rein. Er lehnt etwas ab, und zwar emotional, also nicht aus rationaler Erwägung, sondern es gefällt ihm nicht. Er hat ein ungutes Gefühl dabei. Und das spürst du in jeder Zeile. Und dann dachte ich, na klar. Emotion ist entwicklungspsychologisch ja viel früher angesiedelt. Na, das entsteht bei uns schon als sehr kleines Kind und die Ratio kommt erst später dazu. Und die Emotion ist demzufolge viel weiter, hat einen viel weiteren Radius der Wahrnehmung, aber ist auch gleichzeitig viel diffuser dadurch als die Ratio. Ist also schwerer in Worte zu fassen, schwerer zu verstehen. Dann kommt irgendwann die Ratio dazu, die dann versucht, das Problem des Diffusen der emotionalen Wahrnehmung zu lösen, indem die Wahrnehmungen gebündelt werden mit Worten, mit Theorien und so weiter, reduziert werden. Das heißt, es entsteht ein deutlich engerer Bewusstseinsradius, der aber präziser wird. So. Und mir ist dann aufgefallen, also durch Gottfried Benn ist mir dann aufgefallen, dass das, was ich bei ihm lese, dass ich das Gleiche schon bei Nietzsche empfunden habe und dass ich deswegen Nietzsche so gut lesen konnte, weil er so emotional ist. Also er ist ja wirklich einer der emotionalsten Philosophen überhaupt, ja. So, und das ist mir dann aber auch bei anderen Philosophen aufgefallen. Die wirklich großen, guten Philosophen sind sehr emotional, aber dabei das Rationale integrierend. Also nicht im Sinne von das Rationale umfasst das Emotionale, wie jetzt zum Beispiel die integrale Philosophie sagen würde, sondern das Rationale wird etabliert in einem, also ohne dem geht's nicht, ja. Und dann aber wird dem Emotionalen wieder der Raum gegeben, weil das Emotionale nämlich die Bewusstseinsweite bereitstellen kann, was die Ratio nicht kann. Durch den verengten, fokussierten Blick der Ratio. Das fand ich sehr interessant, so. Die Emotionalität, das Gefühl und welche Gleichung, weil KI ist, wie gesagt, nichts weiter als eine sehr komplexe Gleichung. Welche Gleichung kann die Emotionen transportieren? Generell geht es mir auch so, dass ich diese Philosophen, die du erwähnst, die kann ich auch leichter lesen. Wenn du aber jetzt Hegel nimmst, da fehlt ja Emotion komplett. Ach, weiß ich nicht. Nö, also gut, in seinem Satzbau und so, stimmt, ziemlich trocken. Aber trotzdem A, formvollendet. Also das heißt, er hat ein ästhetisches Gefühl. Und das ist nicht rational. Und zweitens Wortwendungen, die er erfunden hat, zum Beispiel Verkettung der Welt. Wem fällt denn sowas ein?
Doch, ich würde schon sagen, da ist eine starke Emotionalität da, auch wenn es jetzt keine emotionale Literatur ist, das ist schon klar. Ja. Aber doch, ich sehe den auch als emotional. Auch Kant. Kant genauso. Überleg mal, der Zorn, der in seinen Büchern drin ist. Ich weiß nicht, hört man hier gerade diesen Hubschrauber? Nee, okay. Der Zorn bei Kant, ja. Alleine dieser Satz. Habe den Mut, dich deiner eigenen Vernunft zu bedienen, und zwar ohne die Hilfe eines anderen, so sinngemäß, ja. Dieser Ausruf, ja. Jetzt sag mal, dass da keine Emotion drin ist. Das Ja, ist wohl das wahr. ist Leidenschaft, ja. Oder wenn er über Naturgesetze schreibt und sagt, Naturgesetze sind etwas, das dem menschlichen Geist entspringt und die wir der Natur überhelfen. Ja, das ist da, also ich erkenne die Leidenschaft von jemand, der wirklich allen Ernstes es verstehen will, der den Menschen verstehen will und die Welt, in der sich der Mensch bewegt und vor allem dann auch den Zusammenhang zwischen menschlichem Geist und der Welt, also der Idealismus, der da drin liegt. Und das ist emotional, es ist Leidenschaft. Und ich weiß nicht, ich traue der KI zumindest im Moment, ich will jetzt nicht in die Zukunft da sprechen, ja, weil das weiß man nicht, oder ich weiß es nicht, aber im Moment zumindest traue ich der KI das nicht zu. Nein. Vielleicht irgendwann. Wäre denkbar. Kennst du diese Theorie? Vielleicht ist die versponnen, aber die kommt aber immerhin von Informatikern, also von Wissenschaftlern, die sich mit sowas beschäftigen. Mathematikern, Informatikern. Und zwar die Theorie, also gerade durch die Digitalisierung und durch das Internet. Durch das Internet wird ja die Verbindung von allen digitalisierten Daten überhaupt erst möglich. Unser Problem ist ja nicht die Digitalisierung. Unser Problem ist das Internet. Also die Verbindungsfähigkeit. Das ist ja das Ding. Dass es irgendwann eine kritische Menge an Informationen gibt, ähnlich wie in einem Kleinkind, 100 Milliarden Neuronen und irgendwann entstehen kognitive Netzwerke oder überhaupt Netzwerke, neuronale Netzwerke. Und ab einer kritischen Schwelle, der Vielfalt also dieser neuronalen Netzwerke entsteht ein selbstreferenzielles Betrachten. Und das ist das, was wir als Bewusstsein betrachten oder als Bewusstheit. Das Kind wird sich irgendwann seiner selbst bewusst. Es guckt in den Spiegel und sagt, das bin ich. Ja. Und die Frage, die dann die Mathematiker oder Informatiker aufgestellt haben, kann es nicht sein, dass irgendwann das Internet so viele Daten zusammengesammelt hat und auch Verbindungen untereinander hergestellt hat, dass dieser kritische Punkt irgendwann erreicht wird und dann daraus eine Art, vielleicht kein menschliches, also nicht vergleichbar mit dem menschlichen, aber dennoch ein Bewusstsein entsteht. Eines, das sich seiner selbst sozusagen bewusst wird und dadurch handlungs- und vor allem entscheidungsfähig wird. Das ist natürlich das ist ja ein Horrorszenario letzten Endes, wenn man es zu Ende denkt, ja. Ich weiß nicht, was ich von dieser Theorie zu halten habe. Ich kenne mich mit Informatik zu wenig aus, als dass ich es beurteilen könnte. Aber die Analogie ist natürlich verführerisch. Also neuronale Netzwerke und die digitalen Netzwerke. Ja, aber ja, ich meine, der Künstler, ich meine schon. Wobei, ich bin eigentlich ein historischer Positivist, um das zu sagen. Ich denke da immer, das hat immer positive und negative Seiten und dass der menschliche Geist sich dann doch immer wieder durchsetzt und Wege findet, mit solchen Sachen irgendwie auf eine Art und Weise umzugehen, auch wenn wir uns das. Also ich meine, ich bin aufgewachsen in den 80ern, es gab keine Computer. Ja, Weißt du, ich bin im Wald aufgewachsen. Und auf an tatsächlich. Seen. So, da gab es keine iPhones und all das, was das ist, das war fernes Star Trek. Ja. Matthias, ich glaube, wir haben es für heute. Ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen über Literatur und Digitalisierung und den ganzen Quatsch zu sprechen. Ich danke dir, hat Spaß gemacht. Ja, total. Ja. Super. Und dann, ja, und dann können wir einfach nur weiter an der Kunst arbeiten. Und an dem Richtig, Dunkeln. genau. Genau. Okay. Okay.